Bei den neuronalen Netzen unterscheidet man normalerweise in vier große Teilbereiche. Der erste Teilbereich ist das überwachte Learning, sogenannte Supervised Learning. Beim überwachten Lernen erhält ein Algorithmus Daten mit der zusätzlichen Information, was diese Daten bedeuten. Das überwachte Lernen kommt immer dann zum Einsatz, wenn man Eingangsdaten hat, wenn man Ergebnisse hat und diesen funktionellen Zusammenhang zwischen diesen beiden Datensätzen entsprechend errechnen möchte. Das heißt, die Software wird dadurch antrainiert, dass sie Inputdaten gemeinsam mit den zugehörigen Outputdaten analysiert und versucht, darin Muster zu erkennen. Diese Muster kann die Software dann dafür verwenden, um auch Vorhersagen in ihr unbekannten Daten zu treffen. Das ist vergleichbar wie beim Vokabellernen. Beim Vokabellernen kenne ich auch das Fremdwort und die dazugehörige richtige Übersetzung. Lerne ich ausreichend viele Vokabeln und diese besonders gut, bin ich im Anschluss in der Lage, einen Text aus dieser Fremdsprache in die Muttersprache zu übersetzen. Zweiter Teilbereich ist das nicht überwachte Lernen, unsupervised learning. Beim nicht überwachten Lernen gibt es zu den entsprechenden Eingabewerten keine Ausgabewerte. Das heißt, die Software versucht in den Daten eigenständig Muster zu erkennen. Ziel von solchen Verfahren ist es in der Regel, die Dimension von den Daten zu clustern. Und damit die heutzutage große Datenkomplexität entsprechend zu reduzieren. Der dritte Teilbereich ist eigentlich die Mischung aus beiden, das Semi-Supervised Learning, also das teilüberwachte Lernen. Da wird versucht, Prognosen zu treffen und gleichzeitig die Dimension der Daten zu reduzieren, um das Verfahren stabiler und robuster zu machen und um die Performance des Verfahrens zu erhöhen. In jüngerer Zeit gab es dann das Reinforcement Learning, das zur Anwendung gekommen ist, das verstärkende Lernen. Beim verstärkenden Lernen erhält der Algorithmus zwar keine konkrete Vorgabe über das Ziel, aber er erhält immer wieder Feedback und Bewertungen seiner Leistungen, um so das System in die richtige Richtung zu lenken. Immer dann, wenn das Netz, wenn diese trainierte Einheit etwas besser gemacht hat, durch eine Parameter- oder Variantenänderung entsprechend wieder ein neues, eventuell hoffentlich besseres Ergebnis erzielt hat, bekommt es, wenn Sie so wollen, eine virtuelle Tafel Schokolade. Es bekommt sozusagen eine Belohnung dafür, dass es etwas dazugelernt hat. Und wenn sich das fortsetzt, lernt das Netz immer besser und immer mehr, sich an das optimale Verhalten des Systems anzugleichen. Das verstärkende Lernen orientiert sich am natürlichen Lernverhalten des Menschen. Der Mensch erhält in gewissen Situationen und zu gewissen Reaktionen aus seinem Umfeld ein positives oder negatives Feedback. In vergleichbaren Situationen wird sich der Mensch dementsprechend anpassen und anders verhalten. Das Reinforcement Learning kommt dann zum Einsatz, wenn oftmals klassische Optimierungsverfahren nicht ausreichend sind, weil einfach die Problemdimensionalität so hoch ist oder auch die Problemdynamik so groß ist, dass man nicht von einem Ergebnis am Ende des Tages mehr ausgehen kann.